SWR 2 Zeitwort. Ich habe an den Gesetzen nicht mitgearbeitet. Ich habe von dem Erlass der Gesetze auf dem Parteitag in Nürnberg, wie die meisten anderen Deutschen, erst durch Rundfunk oder Presse erfahren, nachdem sie erlassen waren. Dies war eine Lüge. In der Nachkriegszeit mehrfach befragt, fiel bei Hans-Maria Globke auf, dass er über andere NS-Personen präzise Auskunft geben konnte, hingegen erhebliche Gedächtnislücken aufwies, was die eigenen Handlungen betraf. Im Fokus der Anklage standen die menschenverachtenden Stuckart-Globke-Kommentare zur sogenannten deutschen Rassengesetzgebung, zum Reichsbürgergesetz, Blutschutzgesetz und Ehegesundheitsgesetz. Schreibtischtaten mit furchtbaren Folgen für viele Menschen. Die DDR-Justiz geht in den 60er Jahren gegen Globke vor. Die Staatsanwaltschaft ist durch Generalstaatsanwalt Streit und die Staatsanwälte Windisch und Seifert vertreten. Für den Angeklagten sind als Pflichtverteidiger die Rechtsanwälte Wolf und Dr. Rink bestellt worden. Doch die Anklagebank für Hitlers einstigen Ministerialrat im Reichsinnenministerium und späteren Adenauer Intimus und Chef des Bundeskanzleramtes blieb leer. Die DDR-Anklage galt in jener Zeit des Kalten Krieges nicht nur Hans-Maria Globke, sondern man wollte den Staat Bundesrepublik an dieser Schwachstelle propagandistisch treffen. Globke war ein Bürokrat des Todes und mitbeteiligt, dem Mord Gesetze zu schaffen. Die Standesbeamten haben in allen Eheschließungsfällen, in denen ihnen bekannt ist oder nachgewiesen wird, dass der eine Beteiligte voll Arier, der andere voll Jude ist, das Aufgebot oder die Eheschließung zurückzustellen. So lautete die Verfügung von Hans-Maria Globke. Er übertrug die deutschen Rassengesetze auf die überfallenen Länder. Er sorgte mit für den Judenstempel, für den J-Stempel in Reisepässen. Aber warum hielt ihn der alternde Adenauer so lange? Der Staatssekretär gehörte zu jener Spezies, die sich still, devot und anpassungsfähig gibt und durch Fachwissen, egal für welche Herren, permanent unentbehrlich zu machen sucht. Die SPD-Opposition konnte im Fall kaum handeln, denn sie hätte sich dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, mit dem Zonenregime gemeinsame Sache zu machen. Der Vorteil für den Osten war, alle Akten des Reichsinnenministeriums lagerten auf dem Gebiet der DDR. Globkes handschriftliche antijüdischen Vermerke überführten ihn der Urheberschaft. So wurde er am 23. Juli 1963 vom obersten Gericht der DDR nach einer Woche Prozessdauer in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch der Prozess gegen Eichmann in Jerusalem war bei der Verurteilung bemüht worden. In diesem Zusammenhang darf ich noch sagen, erklärt Eichmann, auch der Dr. Rajakovic, ebenso der Regierungsrat Neifeind, haben es nicht angeordnet, sondern das ist in der Abteilung 1 des Innenministeriums ausgeknobelt worden. Dort aber saß an verantwortlicher Stelle der angeklagte Globke. Adenauer dankte im Herbst 1963 ab. Globke musste gehen. Der Zentralrat der Juden hatte sich klar zu jenen Vorgängen geäußert. Zitat: Es ist uns nicht bekannt, dass durch irgendwelche Kommentare der Nürnberger Rassengesetze je jüdische Menschenleben gerettet wurden. Dagegen ist uns wohl bekannt, dass diese Gesetze zum verbrecherischen Mord an 6 Millionen Männern, Frauen und Kindern geführt haben. Als bekannt wurde, dass sich Globke in seinen letzten Lebensjahren in den Kanton Waadt zurückziehen wollte, erklärte ihn das zuständige Schweizer Regionalparlament zur unerwünschten Person.